Was geht ab, meine Z-Fighter? Osiris hier. Und wie wir es in dem Leak-Video von LL Gogeta und Vegito richtig geahnt haben, spekuliert haben, werden beide in dem Dual-Dokkan Festival Banner kommen, sie werden beide gefeatured sein, sie werden, um es genau zu sagen, die ersten LL sein, die Dokkan-exklusiv sind, heißt, sie kommen mit ihren eigenen Dokkan-Events, Medaillen und. Zu dem Thema nachher mehr, aber wir werden uns heute die ganzen Informationen zum dreijährigen Jubiläum im japanischen Dokkan Battle anschauen, denn da geht auf jeden Fall sehr viel. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen direkt los. Aber ganz kurz ins globale Dokkan Battle, bevor wir mit dem japanischen weitermachen. Für diejenigen, die sich wundern, was ist denn das? Upcoming New Dokkan Event mit Broly. Nun, das heißt Super Saiyan 3 Broly wird nun endlich ins globale Dokkan Battle kommen mit seinem Event, mit seinem Banner. Das Ganze wurde geleakt für den 31. Januar 37 unserer Zeit. So viel zu für die globalen News. Broly kommt GG. Weiter ins Japanische. Zum Dreijahres-Event Part 1, das ist alles Part 1, das abläuft. Part 2 wird dann Mitte Februar ungefähr ablaufen. 14. Februar ist gelistet auf Dokkan Reddit. Schaut an Dokkan Reddit, ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Aber in Part 2 wird weitaus weniger Events ablaufen als hier, also das ist so quasi das Main Event, denn hier wird es 33 Events geben für das dreijährige Jubiläum und dann würde ich sagen, wir gehen von oben nach unten einfach komplett durch und gucken uns, was da abgeht. Nun, wir wissen, es ist ein Banner online, der ist schon längst online, ein Ticketbanner, das dreijährige Jubiläum Ticketbanner. Hier können wir jetzt zusätzlich, wir bekommen immer daily in als Login-Boni ein Ticket und zusätzlich dazu haben wir nun täglich 20 Stamina verbrauchen, bekommen wir 2 weitere Tickets. Heißt, wir können täglich da 3 Singles haben raushauen. Ist nicht schlecht, Ticket-Banner free, aber in den Banner sind auch die LR-Karten, also nicht vergessen. Dann Nummer 2, Dokkan-Events sind alle open, vom 22. Januar bis zum 6. März, wie es hier gelistet ist, beziehungsweise von heute bis zum 6. März. Das ist ein Ding-Event, SNS nennt sich das, dann müsst ihr einfach, da ist ein Button oben rechts, wie im Global beim Pilaf's Trove. Ich habe den jetzt weggemacht, weil ich das schon retweetet habe. Da müsst ihr etwas retweeten täglich und bekommt dafür einen Stone. Also könnt ihr euch gerne mal angucken. Ist nicht schlecht. Dieser Link hier führt euch zur japanischen Dokkan Battle Seite für das Event extra. Da werden Statistiken gelistet täglich und aktualisiert. Also könnt ihr euch gerne mal angucken, aber das ist quasi nichts Atemberaubendes. Nur schön zu sehen wegen den Statistiken, was da abgeht. Dann Nummer 5. Wir haben Login-Boni. Es gibt neue Login-Boni, ganz klar zum dreijährigen Jubiläum. Die werden wir uns nachher noch genauer anschauen, aber um es kurz zu fassen, bekommen wir täglich 3 Dragonstones, ja, dreijähriges Jubiläum. Ein Gacha-Ticket, also wie gesagt, ein dreijähriges Jubiläum-Ticket, das Gold-Ticket. 3 dreijährige Jubiläum-Coins. Das wird GG in dem Video die ganze Zeit dreijährig zu sagen. Anyways, und 3-mal so das neue Item Battle Armor, Saiyan Armor. Und verschiedene andere Events pro Tag, aber das gucken wir uns gleich an. Dokkan Select, mit dem Redstone werden wir nun weitere, wir haben einen weiteren Redstone bekommen zum Login-Boni. Und hier ganz klar auch einen dreifachen Goku, aber das schauen wir uns gleich nochmal an, genauer an. Heißt, wir haben jetzt einen Redstone Nummer 4, Super God Dragonstone, God Dragonstone, so heißt es, glaube ich. Und da wurde der Charakterpool erweitert, heißt, wir können mehr Charaktere aussuchen. Wir sind zum Beispiel dreifache Vegetas dabei. Wer alles dabei ist, schauen wir uns gleich genauer an. Dann gibt es ein Premium Select Dokkan Fest Stone. Ein lila Stone, um es kurz zu fassen. Diesen lila Stone bekommt ihr, wenn die Sales online gehen, die könnt ihr euch kaufen mit der Blue Dragon Stone. Was kann man mit dem machen? So wie es aussieht, wird man die 120% Lila damit kaufen können. Einen davon natürlich. Und damit habe ich überhaupt kein Problem, weil das sind Lila vom 2-jährigen Jubiläum. Jetzt haben wir das 3-jährige, also kann man routinemäßig nun auch sie kaufen. Anyways, dann gibt es Daily Missions. Die schauen wir uns gleich genauer an. Dann haben wir 33 spezielle Missionen zu den Daily Missions. Also, die 3 ist halt GG momentan. Dann, Nummer 10, haben wir dreijährige Coins. Also, die dreijährigen Coins, die wir bekommen, können wir im Barbershop gegen gewisse Sachen umtauschen. Elakai, wie wir sehen, die Grandpa Kais und so weiter und so fort. Könnt ihr mal gerne einen Blick drauf werfen. Das hier ist ein Stamina-Campaign. Das ist ein zusätzlich noch ein Campaign quasi, je mehr Stamina wir in einem Zeitraum schaffen, verbrauchen, desto mehr Preise bekommen wir zurück. Aber das gucken wir uns auch gleich genauer an. Dann, Porunga ist hier, Porunga Wishes, Porunga Wünsche, Porunga Wünsche sind auch nun online, heißt wir können uns jetzt in einem Zeitraum, wir können in einem Zeitraum bis zu 21 Dragon Balls sammeln und damit Wünsche euch äußern. Gucken wir uns auch genau an, da sind nochmal spezielle Sektionen. Trailer ist im Game, heißt, wenn das Game zum ersten Mal startet, kommt ein Trailer.
Oder ihr könnt es hier im, wenn ihr draufklickt, nicht, aber auf der Seite dann anschauen auf jeden Fall. Nummer 14, alle Hidden Potential Events sind am Wochenende online. Also könnt ihr Orbs sammeln am Wochenende von heute an. Und das hier, das ist halt geil. Das ist quasi ein Gohan, ähnlich wie Goku Jr. und Tech Bulma. Er kommt mit seinen eigenen Orbs, mit seinen eigenen Events. Wir können ihn erfarmen auf SC10 auf 100% durch dieses neue Event. Alle Infos schauen wir uns gleich genauer an. Dann haben wir noch ein Special Event, das können wir täglich einmal machen. In diesem Special Event, das heißt Full Power Goku 6 Days to the Edge of the Galaxy. Da kann man täglich einmal spielen. Das gibt uns die Münzen für das 3-jährige Jubiläum. Zudem sehr viel Experience. Da könnt ihr mal täglich auf jeden Fall reinschauen. Und genau. Die Stage würde ich auf jeden Fall empfehlen, euch zu machen, denn die zählt natürlich auch zu der Seminar-Campaign. Und von der Seminar-Campaign bekommen wir diesen Goku, wie ich das richtig verstanden habe. Aber gucken wir uns gleich an. Das wissen wir schon. Stamina kosten jetzt für eine begrenzte Zeit bis zum 6. März füllen sich die Seminar jede dritte Minute auf, statt jede fünfte Minute. Nummer 18 ist, wir haben auch eine Twitter-Campaign. Da müsst ihr einen Hashtag retweeten. Da könnt ihr euch, da kommt ihr in den Pod, wo zufällig physikalische Geschenke verteilt werden. Könnt euch gerne mal auf Twitter anschauen, um euch da mehr Informationen zu holen. Boss Rush. Zwei neue Stages im Boss Rush Event sind nun erhältlich. Vom einen bekämpfen wir alle hier gelisteten Neogarten-Leader, die restlichen quasi bekommen da 3 Stones, wenn wir das einmal schaffen. Und auf der zweiten Stage kämpfen wir gegen Katori-Leader. FIFA Gogeta Shadow, also Omega Shenlong, Golden Freezer, Ultimate Gohan und GG, den letzten vergesse ich immer. Der letzte fällt mir immer nicht ein. Der letzte war Super Vegito, physisch Super Vegito. Boss Rush werden wir heute Abend im Stream machen, die beiden Stages-Leute ab 19 Uhr könnt ihr gerne einschalten auf YouTube. Dann Dragonstone Sale, wie gesagt, mit dem Purple Stone geht auch online ab dem 31. Januar. Unsere Zeit kann das ein bisschen früher sein. Hier haben wir 15 Uhr gelistet, heißt, normalerweise ziehen wir da 8 Stunden ab und dann bekommen wir unsere Zeit. Aber! Das ist halt still the main! Also. Da muss ich erstmal atmen. Brauche ich meine Gasmaske? Was ist das? Die ersten LR, die Dokkan exklusiv gefeatured sind. Da, sie haben uns so gebaitet, sie haben uns so geködert mit dem Namek, mit der Namek-Counter, mit dem Namek-Counter und jeder dachte, kommt ein neuer Goku, neuer Freezer wie in dem Home-Bildschirm. Nein! RIP! Sie haben uns alle beiseite gehauen. Sie hauen einfach die beiden Dudes zum 3-jährigen Jubiläum raus. Das werden die Dudes sein für das 3-jährige Jubiläum. LR, quasi wie Gogeta dann, auf der anderen Seite Vegito, sind zwei verschiedene Banner werden es sein. Es wird bestimmt so sein, dass der vierte Multisam kostenlos ist, kann aber auch weit mehr sein. Die Main-Sache ist, es sind zwei LR, die zum allerersten Mal Dokkan-exklusiv sind. Dokkan-exklusiv in dem Banner. Dabei hoffen wir, dass sie dann normale Raids haben, wie alle anderen Dokkan-exklusiven Charaktere und nicht diese, ja, diese Low-Raids wie LR Trunks zum Beispiel in seinem Banner, wo 12 weitere SSR gefeatured sind. Müsst ihr aufpassen, es handelt sich immer noch um ein LR, heißt, sie könnten das vielleicht ein bisschen ändern. Aber an sich... An sich, Leute. Dokkan exklusive LR-Karten. Das ist dann quasi die Zukunft, wie es aussieht. Ob das nur einmalig ist oder es am Kommen ist. Es könnte wirklich am Kommen sein, weil wir sind jetzt mittlerweile so fortgeschritten. Wir haben viele LR. Das ist dann quasi... Ich will nicht sagen, dass LRs schlecht, also nichts mehr wert sind. Die Leute verstehe ich eh nicht, die das sagen. Es ist immer noch ein LR. Wenn sie, ihr müsst sie erstmal ziehen. Ihr müsst erstmal was dafür machen. Ihr müsst sie erstmal haben. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß, da kommt zwar viel, viel mehr, aber das ist gang und gäbe. Das ist reine Routine. Das ist immer so. Damals waren UR atemberaubend, damals waren die UR die heutigen LR und dann wurden die quasi wertlos. Wurden sie aber nicht, UR benutzen wir trotzdem, dasselbe mit LR der Fall sein. Anyways, lange Rede, kurzer Sinn. Sie kommen gefeatured mit ihren eigenen Dokkan-Events, Medaillen können wir farmen, wann das Ganze online geht. Hier haben wir kein genaues Datum geleakt, wurde 31. Januar Mittwoch. 3 Uhr morgens bzw. 3 Uhr nachts unserer Zeit, kann sich aber ändern, weil hier keine genauen Zeiten da sind. Also muss man ein Auge drauf werfen. Aber ich bin darauf auf jeden Fall gehypt. Und mal schauen, auf wen ich gehe. Mal schauen. Anyways, dann kommt das, ja, Broly-Event back, Story-Event kommt back. Die Mono-Banner werden immer sich abwechseln zu den Zeiten hier. Könnt ihr gerne mal reingucken, wann die alle online kommen werden. Im Barbershop
sind jetzt 30% drauf im Barbershop, heißt, wir bekommen da ja Rabatt drauf. Könnt ihr gerne reingucken. Vielfach Experience ist online für die Story Quests und Special Missions werden auch noch kommen. Also 3 Tage lang werden Special Missions da sein. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, wo wir dann bis zu 15 Jankstones sammeln können. Und das Ganze geht dann auch dann online. Ja, was steht denn dran? Was haben wir hier für ein Datum? 10. Februar. Okay, das dauert noch. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken uns ganz kurz die anderen Sachen an. Dann gibt es auch wirklich sehr, sehr viel zu sagen. Zum einen haben wir, ja, Login-Boni. Wie gesagt, erste Login bekommen wir 33 Stones, 10 Elder Kai, roten Stone, dreifachen Goku. Könnt ihr euch gerne mal angucken, was ihr da alles so bekommen. Tickets natürlich auch. Und unser Item. Dann haben wir hier die Porunga Wishes. Die Porunga Wishes, diese ganzen Wünsche können wir uns wünschen vom Porunga. Wir können immer 3 Wünsche wünschen und wir können die quasi 3-mal rufen. Vielleicht auch, ja, 21 Dragon Balls können wir sammeln, also 9-mal uns das wünschen. Die Sache mit Porunga ist, wie bekommen wir die Dragon Balls? Das hat das, täglich wird ein Tipp gegeben, wie man sie bekommt. Die Sache ist halt, ist auf Japanisch. Also müsst ihr immer auf, zum Beispiel auf Twitter gucken, ich versuche das zu retweeten oder auf Dokkan Reddit, was denn an jenem Tag abgeht. Für den heutigen Tag müsst ihr nur einen Charakter trainieren, dann bekommt ihr direkt ein Dragon Ball, das habe ich hier bekommen. Hier sehen wir das Ganze. Ohne Zukunft wird dann hier sein, beziehungsweise morgen. Klickt ihr hier drauf, dann steht hier ein Tipp dran. Hier steht es natürlich noch nicht dran, weil es nicht morgen ist, ganz klar. Aber so viel zu Porunga und seinen Wünschen. So, an der Stelle sind das die Daily-Missionen. Ich werde alle Missionen drunter unter mich hier reinhauen, dann ist die Übersetzung, da könnt ihr euch gerne angucken, das ist wirklich sehr, sehr viel. Daily Missions kurz zu fassen, 20 Stamina, wenn ihr verbraucht, bekommt ihr 2 Gold-Tickets. Wenn ihr Muten Roshi-Event macht, bekommen wir von jedem Typus einen Z-Sword. Wenn wir das Hercule-Event machen, bekommen wir Zenny. Wenn wir, was war das für ein Ding? Clear to the Edge of Galaxy, das Event, das Daily Online ist, einmal machen, bekommen wir Training Location. Wenn wir 3 Events, Stages, egal welche Belege wir machen, bekommen wir 2 weitere Training Locations. Samstags bekommen wir, wenn wir ein Dokument machen, unseren Shin-Medaille und sonntags Elakai-Medaille. Und wenn wir täglich alle Missionen schaffen, bekommen wir einen Dragonstone zusätzlich dazu. Das sind die 33 speziellen Missionen. Das sind wirklich sehr, sehr viel. Die haben wir auch schon im letzten Video abgehakt, aber ihr könnt das Ganze nachlesen. Wie gesagt, unter mir sind die Übersetzungen. Am besten liest ihr das Ganze nach oder in dem Link. Es ist wirklich sehr, sehr viel. Aber es sind nette Special Missions. An der Stelle kurz anmerken bei den Missionen. Es sind keine Daily Missionen, sondern in dem Zeitraum, in dem alles online ist, könnt ihr sie einmal alle machen und bekommt einmalig alles, was hier gelistet ist. Dann werfen wir noch einen Blick auf die Stamina-Campaign. Wie gesagt, da müssen wir gewisse Stamina verballern. Wir wissen, für Schritt 1 und Schritt 2, für Schritt 1 müssen wir 300 Millionen Stamina verballern, bekommen wir die Preise, für Schritt 2 500 Millionen. Hört sich am Anfang viel an, aber es sind Stamina, ja, also so viele, die das spielen, Stamina werden schnell verbraucht. Wenn wir das alles machen, ist wirklich ähnlich wie der Angel Goku bei uns. Er gilt der Angel Goku, den wir durch die Campaign uns erholen konnten und erwecken konnten durch die Medaillen. Quasi in 100% holen konnten, SC10 und so weiter und so fort. Das wird genau so mit diesem Goku sein, indem wir Stamina verbrauchen. Und zum Schluss bekommen wir noch 30 Stones, wenn wir das Ganze schaffen. Das ist sehr cool auf jeden Fall. An der Stelle ganz kurz, welche Charaktere uns wir holen können von den ganzen, von dem Red Dragonstone. Das sind alle hier gelistet quasi. Und zwar haben wir hinzugekommen sind Virus, Janemba, dreifacher Vegeta, Kid Buu und die Family Kamehameha Boys. Könnt ihr euch gerne mal angucken und euch, ja, mal schauen, welchen ihr braucht. Einfach eingrabben, den ihr wollt. So, und hier ganz kurz wegen dem Event zum neuen Gohan. Das ist quasi wie das von Goku Jr. und von Tech Bulma. Ihr könnt ihn hier erfarmen, ihr könnt ihm seine Medaillen holen, ihn erwecken und seine eigenen speziellen Orbs farmen. Dazu gibt es auch jede Menge Missionen. Ich werde die Mission hier links ran reinhauen für euch, beziehungsweise unter mich, damit ihr das sehen könnt. Und zwar geht da genau, also ich werde dazu noch ein spezielles Video machen, das kommt dann auch noch raus. Aber um es kurz zu fassen, diejenigen, die schon loslegen wollen, macht's einfach wie bei Goku Jr. und Bulma. Ja, genau Leute, das waren mehr oder weniger die Hauptinformationen, die ihr braucht für das 3-jährige Jubiläum. Es ist wirklich viel, haben wir gesehen, aber ich hoffe, ihr freut euch drauf, denn ich bin echt gehypt auf das 3-jährige Jubiläum. Und vergesst nicht, heute Abend einzuschalten, wir machen die Boss Rush Stages, die 2 im Livestream ab 19 Uhr bis 21 Uhr auf YouTube. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit, wir sehen uns im nächsten Video. Peace.